Servus und hallo, heute werde ich hier diese Wandfläche tapezieren. Dafür gibt es ein paar Vorarbeiten zu leisten und zwar werden wir erstmal hier abkleben, damit wir dann die Wände, die Tapete bekommen, mit Tiefen und grundieren können. Und später möchte ich den Kleber, den Tapetenkleber auch ehrlich spritzen, dafür muss ich die anderen schon fertigen Wände schützen. Viel Spaß! Erstmal müssen wir aber die Wände und Decken abkleben, damit wir dann den Tiefengrund und den Tapetenkleister nicht an den Wänden und an den Decken haben. Nachdem der Tiefengrund über Nacht trocknen konnte, kann es am nächsten Tag mit dem Tapezieren losgehen. Ich spritze mir dafür mit dem Airless-Gerät den Kleister auf die Wand und bringe dann die Tapete an die Wand. Die Tapete ist an der Wand. Mir gefällt das Ergebnis mega.
Wie gefallen euch eigentlich Mustertapeten oder diese konkrete Tapete hier? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, würde mich echt super interessieren.